Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA 17 Geilmodus mit dem ASO und natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir gegen Wolfsburg gespielt und unser nächster Gegner ist Gladbach und zwar im DFB-Pokalfinale beziehungsweise hier im deutschen Pokal. Und wir haben zwei neue Nachrichten, zwei neue Nachrichten und ihr seht, haha, die Facecam ist wieder dabei. Wenn ihr es gut findet, Daumen nach oben. Wenn ihr es nicht gut findet, Daumen nach unten. Dann kann ich wenigstens sehen, was ihr davon haltet. Und ja, wir haben eine Nachricht von Juhu. Ich habe erwartet, eine größere Rolle im Verein zu spielen, so wie es zum Zeitpunkt meiner Verpflichtung ausgemacht war. Bisher hatte ich keine Chance, diese Rolle zu übernehmen. Tja, warum nur? Warum nur? Achso, wir hatten noch eine... Achso, Turnierpreisgeld. Stimmt, wir haben ja Geld bekommen. Und zwar für die Bundesliga. Knapp 35 Millionen. Das bedeutet... dass hier irgendwo Musik läuft. Ich dachte gerade schon. Hatte ich nicht gerade eben noch Spotify mit dem gleichen Lied an? Bevor ich hier Avicii an hatte. Mensch. Auf jeden Fall, hier News, Marktwert vom HSV steigt. Das will ich doch hören. So, irgendwie ist das echt mega laut hier gerade. Aber es kann auch täuschen. Und zwar machen wir das genauso wie beim letzten Mal. Simulieren natürlich alles. Heute wird es wahrscheinlich eine kürzere Folge geben als beim letzten Mal. Obwohl eigentlich beim Pokal, ne? Kann man eigentlich lange lassen. Egal. Und ja, ich glaube, ich hatte das schon in der letzten Folge gesagt, dass das die letzte, beziehungsweise also die kommende Saison wird die letzte Saison sein. Und dann wird es, denke ich mal, eine kleine Pause geben, wenn ich den kompletten Plan so einbehalte. Von FIFA, vielleicht auch wieder so zwei Wochen oder so oder drei Wochen. Mal gucken, ob ich das alles so schaffe. Was wollte ich doch jetzt gerade? Genau, Jugendspieler. Weil, bald kommt ja auch FIFA 18, ne? So, Xabi Rodriguez möchte gehen. Na komm, den nehmen wir einfach mal. Vertrag anbieten. 3 Jahre, 5, bla, puh, schieß mich tot. Ja, leider ist FIFA 17 hier auf dem Kanal nicht so ganz, wie soll ich sagen... so durchgeschlagen wie auf dem alten Kanal. Liegt natürlich auch daran, dass... Ey, wollen jetzt hier alle gerade abspringen oder was? Liegt natürlich auch daran, dass auch sehr wenig Folgen gekommen sind. Was meine Schuld war. Größtenteils. Manchmal. Selten. Wir werden den HSV motivieren, denn wir wollen natürlich mit voller Motivation und voller Adrenalin diesen Pokal holen, ne? Das ist, na, ich wollte schon sagen, das Double. Wir haben ja gar nicht die Meisterschaft in der Bundesliga gewonnen. Das ist ja natürlich ärgerlich. Ja, wenigstens wollen wir einen Pokal hier in diesem Jahr haben. Ja? So, hier, guck mal, wird mal bei seinem Team vor Pokalfinale auf. Ja, wo so muss das sein, ne? Ich würde gerne mal diesen Helm Peter hier haben. Der wird wahrscheinlich auch abgehen, ne? So, noch ein... warte mal, ich habe... Ja, dann ist halt weg. Kann ja jetzt auch nicht ändern. Auslaufende Spielerverträge können alle gehen. Tschüss. Da werde ich auch nicht großartig hinterher gockeln. So. Wir haben Kostic, Wood und Müller da vorne. Und zwar habe ich die letzte Folge schon gesagt. Und zwar habe ich für Müller einen Ersatz gefunden, den man kaufen könnte. Das wäre... Wie heißt der Christian? Christian Pulisic. Ja. Den würde ich gerne tatsächlich holen, weil ich den schon mal in meiner privaten Karriere gezockt habe. Und ich fand ihn super stark. So, Schrolle kann da eigentlich gehen, oder? Hatten wir nicht hier irgendwo Santos? Genau. Und dann haben wir doch hier irgendwo den Diggi. Den Diggmeier. So, dann kann das so gemacht werden. Ich glaube, ich muss meinen Controller nach unten nehmen. So. Dann, ja, Fuso Mensa, Halilovic, Holpi. Haben wir nicht Wallace? Ach, nee. Ah. Das ist ja doof. Das ist super doof. Testspiele. Achso, das ist schön. Okay, ja, wir spielen jetzt einfach zack, zack, hopp, hopp, rinnen, Kopf. Und ich muss doch meinen Controller hier oben halten, weil ich gleich noch was drücken muss. Ja, wir spielen heim, wir spielen auswärts. 7 Minuten, Legende. Ich hoffe, wir schaffen das. Und, ohne Spaß, es ist gerade gut, dass ich hier so einen kleinen Mini-USB-Ventilator anhabe. Ey, ist gerade jetzt
dank dieser zwei Lichter, die ich hier anhab, ganz schön warm geworden hier drin. So, aber Passspiel funktioniert schon mal. Aber irgendwie will der Gladbach-Spieler auch nicht wirklich hier an den Ball kommen, habe ich das Gefühl. Spiel nicht. Spiel einfach nicht, denn. Uiuiui. Der wird jetzt hier aber auseinandergenommen, du, das sei ich dir. Uiuiui. Was die Jungs alle können, das wusste ich gar nicht. Oh, das war schlecht, Holpi. Halilovic. Was geht denn da los? Ja, komm. Das machen wir jetzt hier noch bis zum bitteren Ende. Um zu zeigen, wie gut ich doch eigentlich... Wie schlecht ich doch eigentlich bin. Ja, aber wir haben... Wisst ihr was? Dann wünsche ich euch viel Spaß mit... warte mal, ich muss mal kurz gucken, was ich jetzt hier eingestellt habe. Genau. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit Frank Buschmann und Wolf Fuß. Bis gleich. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zum Endspiel um den deutschen Pokal und wir hoffen mit Ihnen auf ein tolles Fußballspiel. Und ich bin überzeugt, dass es ein großes Finale wird. Beide Mannschaften haben unglaublich viel Qualität, müssen sie nur auch abrufen. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Der Hamburger SV zeigte eine gute Leistung beim Heimerfolg zuletzt, als es gegen den VfL Wolfsburg ging. Ja, eigentlich sollten die Zeichen nach diesem 3:2-Sieg ja erneut auf Erfolg stehen, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es heute richtig schwierig wird. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein Fünfer Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Das Olympiastadion gehört mit Sicherheit zu den geschichtsträchtigsten Spielstätten überhaupt. Es wurde anlässlich der Vergabe der Olympischen Spiele nach Berlin zwischen 1934 und 1936 erbaut. Und wird heute hauptsächlich von Hertha BSC genutzt. Und sicherlich auch charakteristisch die blaue Tartanbahn, die regelmäßig bei Leichtathletik-Meetings genutzt wird. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Der gute Jascha und es geht los. Das DFB-Pokalfinale. Der HSV von rechts nach links gegen Gladbach. Von links nach rechts in komplett weiß und wir natürlich in pink. So, es ist Zeit, den Pokal mit nach Hamburg zu holen. Aber ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel, gerade wenn man so einen Pass macht, Nikolai. Ne? Ich habe es genau gesehen, mein Lieber. Und Gladbach ist, glaube ich, auch nicht gerade so eine schlechte Mannschaft. Ich habe gesehen, im Halbfinale haben sie auch nur 1:0 gewonnen, genauso wie wir gegen Rasenballsport Leipzig. Nicht vergessen. Und... ich weiß jetzt nicht, gegen wen die gespielt hatten. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg nach vorne mit einem Fehlpass. Habe ich. Auch wenn es mit der Hand war. Der Schiri hat es nicht gesehen. So, jetzt der HSV aber mal auf dem Weg nach... hoppala, jetzt bin ich hier irgendwo gegengekommen. Auf dem Weg nach vorne. Jetzt Bobby Wood. Bobby Wood. Oh! Das war aber gefährlich, mein Lieber. Da zieht er ab. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Und das gibt Ecke. So eine Scheiße, der hätte reingehen können. Nikolai Müller. Alter Mann!
Wie eng das hier gerade alles ist. Komm, ey. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Schiri! Bobby! Oh, das gibt es nicht! Ach, komm schon! Alter! Oh, oh, ich bin wieder weggelaufen. Oh, Mensch! Das war gerade echt eng. Verdammte Axt. Alter, wie langsam ist denn Süle, bitte? Ja, super gemacht. Jetzt komm, let's go. Alter, der ist ja super lahmarschig, ne? Aber egal. Egal, den Süle interessiert's nicht. Schön gemacht, Nikolai. Oh, schwache Ballannahme schon wieder von Holtby. Der macht's irgendwie... Sie suchen die Lücke. Und die Chance. Alter. Nee, der Sommer, der... Ey! Einfach drüber hinweglachen, ey. Das ist auch ein Grund, warum das jetzt hier die vorletzte Saison ist. Ah, das gibt Einwurf. Kramer. Kramer. Wie... Kramer, der Name, ey. Der Sie lassen Ball und jedes Mal, wenn ich ihn höre, ey, muss ich darüber schmunzeln. Ich weiß nicht, warum. Ah, Holtby auch in der Defensive sehr gut dabei. Jetzt Nikolai Müller. Kommt überhaupt... Also, sind meine Spieler heute so lahmarschig oder was ist hier los? Habt ihr nicht motiviert, um lahmarschig zu sein, sondern um... Heute mal ein bisschen Tempo zu machen. Jetzt schön gemacht, Bobby Wood. Schön freigelaufen. Aber schöner Pass von Halilovic. Ich schmeiß meinen Controller gleich weg. Ey. Da hätte er sich einfach fallen lassen müssen. Einfach fallen lassen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ach Mann, was macht der denn da? Einfach nur ein Hackenpass. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Meine Nase juckt schon wieder. Schön. Oh! Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Kleine Explosion zwischen durch. Oh, damit habe ich ja nur gar nicht gerechnet. Oh ja, komm schon! So, Nikolai, jetzt zieh doch mal an der Tempo, ey. Ist meine Sprinttaste kaputt oder was ist hier los, ey? Ja, schön gemacht. Ja, komm, dann macht das halt Fuso Mensah mit dem Tempo. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Macht er das Tor? Kostic! Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. So, jetzt Halilovic aber mal. Jetzt mal los. Jetzt geht doch. Los, Nikolai, komm. Nikolai Müller. Deine letzten Jahre auskosten. Klasse Tackling hier. So, Halbzeit im Finalspiel um den deutschen Pokal. Ich habe jetzt noch gerade nichts zu trinken, ne? Nee. Hart umkämpftes Endspiel. Hier geht's richtig zur Sache und das ist wichtig. Ja, du. Ja, es ist echt ein spannendes Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja wohl eindeutig die Favoriten. Ja, die haben vielleicht 2% mehr Ballbesitz, aber... Und wir sind zurück. Wem interessiert's? Des deutschen Pokalfinals. Deutscher Pokal. Noch, dann wissen wir, wer sich hier die Trophäe... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute meine Jungs nicht so ganz schnell... Hicks raus sind. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Oh nein, Donnarumma! Ja. Schiri. Ich weiß, wo dein Auto steht. Auf dem Parkplatz. Jetzt komme ich ja noch. Alter, hör doch auf. So, Holtby hast du. Wunderbar. Jetzt Santos. Du bist ja wohl eindeutig schneller. Jawohl, schön gemacht. Jetzt Santos in der Offensive. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber okay. Ja, schön. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Unsere Foul-Statistik steigt dermaßen an. Wegen so einer Scheiße, ey.
Jatta, Jatta, so ist fein. So ist fein. So ist fein. Warum habe ich dich eingewechselt? Genau deswegen habe ich dich eingewechselt. Schön, komm, Schiri! Da gibt er den Vorteil, das kann nicht wahr sein! Nico Schulz. Alter, ich werd welk, ey! Oh, das ist genauso wie da gerade bei mir, ey! Alter, das ist ein Spiel, ey! Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ah. Genau deswegen habe ich dich eingewechselt, Jatta. Oh, Nico, ey. Oh, jetzt wird's hier aber hurtig. Schön gemacht, wir wechseln aus. Und zwar verlässt... Oh, scheiße. Halilovic, nein, das kann ich nicht bringen. Nikolai, komm, wir vertrauen einfach mal auf den Jungen da. Komm. Vertrau auf Köhlert. Der hatte nicht schon mal bei uns quasi diese Chance gehabt und hat sie nicht genutzt. Jetzt ist vielleicht mal die Zeit, um alles gut zu machen. So, jetzt Kostic aber. Genau jetzt ist ein Time to Shine Door, Nico Köhlert! Ja! Mats Köhlert, Nico Köhlert! Oh Gott, ey! Oh, da fällt mir doch gerade. Ich habe jetzt gerade zu viel Nico eingenommen, ey. Oh, an dem Torhüter vorbei. Das war jetzt wichtig. Das war super wichtig. Ich wechsle den ein und der macht das Tor. Ich werd welk. Und da sag ich noch vorher, hat er nicht mal die Chance schon mal gehabt und nicht genutzt. Nico. Gut aufgepasst und abgefangen. Nee. Das reicht denn jetzt auch. So, jetzt vielleicht nochmal Mats Köhlert. Jetzt nochmal Jatta, jetzt nochmal die Chance da. Jetzt ist nochmal die Chance da für Jatta. Oh. Schade, jetzt versuchen sie es natürlich mit langen Bällen. Der lange Ball kommt gar nicht mal so schlecht an. Donnarumma. Donnarumma, geh ins Tor. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Wir bekommen noch mal 4 Minuten. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ja. Und da sehen wir den Pokalsieger in diesem Jahr. Verdient? Ja, weißt du was? Die Frage stellt sich doch mal. Gut, wenn du das Ding am Ende hochstimmst, dann du weißt, du hast... Guck mal, die beiden freuen sich, ey. Die haben's gemacht. Gratulation. Nico Köhlert. Mats Köhlert. Ah, geil. Ja, wir haben das Ding geholt. Schön. Schön, schön, schön. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente, ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach, was sage ich, jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, herrlich, herrlich. Boah! Alter, das war mal heavy, ey.
Das hat sich echt angehört, als ob neben mir irgendwas explodiert wäre. Wir haben es geschafft. Da bitte, jetzt geht's zu den Fans. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde tanzen sie vor dem eigenen. Ne? Da kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Womit wir nehmen? Super Erfolg, super Erfolg. Das ist schön. Dass wir wenigstens noch mal was Schönes erreicht haben am Ende der Saison. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Alle mal schön lächeln. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Das ist doch mal schön. So. Noch einmal am Ende hier Dose umschmeißen. So, das war's denn mit dieser Folge. Das ist jetzt die letzte Folge gewesen in dieser Saison, beziehungsweise, naja, bis zum Saisonende müssen wir ja noch. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und auch das nächste Mal dabei sein hier beim Karrieremodus in FIFA 17 mit dem ASO und natürlich mit mir, den Dominik. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.